Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Heute möchte ich dir alles über die 42070 in 5 Minuten erzählen. Anfangen möchte ich mit dem Karton. Er lässt sich hier vorne aufklappen und dort kann man die ganzen Funktionen sehen. Gucken wir uns mal die Rückseite an. Und wenn wir uns diese angucken, dann sehen wir, oh, wir können uns nochmal die ganzen Funktionen angucken. Was aber noch ganz schön ist, das Set ist ja im Jahr 2017 rausgekommen, da gab es noch B-Modelle. Hier hinten ist das B-Modell. Auch nicht sonderlich anschaulich, aber es gab ein B-Modell. Kommen wir zur Anleitung. Das ist wieder mal ein schmales Heftchen. Da gibt es nichts weiter zu erwähnen. Das Einzige, was ich noch zeigen möchte, ist der Aufkleberbogen. Ich habe nur diese Warnstreifen hier angebracht. Der Rest, der ist einfach nur pottenhässlich. Da steht das blaue Elend nun vor uns. So wurde er ja liebevoll getauft. Und ich möchte mir jetzt die Frage stellen, ob es mit heutigem Wissen denn wirklich so ein Elend ist. Das Set, das kam 2017 auf den Markt, hat 1800 Teile, so roundabout. Und es hat stattliche 250 Euro gekostet. Diese 250 Euro, die sind ja absolut utopisch, würde ich niemals für bezahlen. Allerdings habe ich das Set für 140 Euro gekauft. Und da lässt sich ja dann doch mal drüber nachdenken, ob es denn doch wirklich so schlecht war. Also wenn man es für 140 Euro gekauft hat. Wie gesagt, über die 250 Euro braucht man gar nicht sprechen, das ist utopisch. Aber für 140 Euro finde ich das Set gar nicht so schlecht. Klar, es hat das hier. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist so lächerlich. Diese Ladefläche, ich kann es eigentlich nicht Ladefläche nennen, die einfach nackt ist. Man kann hier durchgucken auf den Boden. Es ist nichts verkleidet. Das ist wirklich absolut lächerlich. Allerdings zählt ja auch immer noch der Bauspaß mit dazu. Und der Bauspaß, der ist bei diesem Set wirklich in Ordnung. Das hat Spaß gemacht, das aufzubauen. Ich hatte das Set länger bei mir zu stehen, dann habe ich es abgebaut, jetzt habe ich es wieder aufgebaut. Und dabei ist mir aufgefallen, die bunten Teile, also diese Farbvielfalt, die es wirklich in diesem Set gibt, unglaublich viele Farben sind dabei, kann auch zu etwas gut sein. Die Teile waren alle in einer Tüte verstreut. Es war überhaupt kein Problem, die Teile zu finden. Man musste ja nur dann halt für jedes Teil gefühlt nach einer Farbe Ausschau halten. Also das ging dann trotz der wilden Vermischung ruckzuck, dieses Set aufzubauen. Zu den Funktionen. Hier oben ist die Akkubox. Dort lässt es sich ganz einfach anstellen und dann kann die Fahrt auch schon losgehen. Das Fahrzeug ist unglaublich langsam. Ich hatte es jetzt gar nicht mehr so langsam in Erinnerung, aber es ist wirklich sehr, sehr langsam. Ich möchte die Türknöpfe zeigen. Und zwar es ist hier auf beiden Seiten dieser Türknauf und wenn man den verstellt, hat es verschiedene Funktionen. So, die Türknäufe, die waren eben nach unten gestellt. Das bedeutet, damit fährt man. Das ist der Modus zum Fahren und zum Lenken. Jetzt habe ich beide nach oben gestellt und man kann den, naja, ich nenne es mal Kran, zu den beiden Seiten bewegen. Ansonsten kann man den Haken ausfahren oder einholen. Das geht alles wirklich sehr langsam, aber es geht. Kommen wir zu den letzten Funktionen. Und zwar habe ich jetzt einen Türknauf nach oben gestellt und den anderen nach unten. Und jetzt lassen sich die Stützen ausfahren und auf den Boden stellen. Und ansonsten lässt sich der Kranarm senken und erhöhen. Insgesamt lässt sich zu dem Set sagen, dass es damals sehr teuer war. Wie sieht es denn heute mit dem Preis aus? Naja, es ist so,
dass man das gebraucht für um die 140 Euro kaufen kann. Von daher habe ich schon mal mit diesem Set keinen Verlust gemacht. Wenn man es jetzt neu haben möchte, ist es noch nicht mal an der UVP dran. Neu kostet das Set heutzutage auf eBay Kleinanzeigen so 200 Euro und bei Bricklink bekommt ihr es bei deutschen Händlern für etwa 220 Euro. So besonders ist das Set jetzt nicht, dass ich es mir nochmal neu holen würde für über 200 Euro. Also das ist es auf keinen Fall wert. Aber so schlecht, wie es insgesamt weggekommen ist, kommt es bei mir nicht weg, da bei mir der Bauspaß groß war. Ganz entspannt, ein, zwei Tage, natürlich nicht am Stück, sondern immer mal einen Film zwischendurch geguckt. Und dann steht er da. Ich gehe jetzt ein Schneckenrennen machen und ciao!